Was für eine Saison. Am Anfang hat alles noch gepasst. Die Motivation war da. Die Vorbereitung hat gestimmt. Wir waren bereit. Nicht nur für uns, die Jesa Lions, ging es um guten Basketball. Wir hatten ein klares Ziel. Der Stadt, den Sponsoren, den Fans und Helfern zeigen, wo wir hinwollen. Wieder Vorbilder für den Nachwuchs sein und für pure Gänsehautmomente sorgen. Es kam nicht ganz so, wie wir es uns vorgestellt hatten. Die Umstände waren alles andere als leicht. Doch es geht manchmal nicht nur darum, wie oft du gewinnst, sondern darum, wie oft du Niederlagen einsteckst und wieder aufstehst und Kräfte mobilisierst. Always turn a negative situation into a positive situation, hat Michael Jordan gesagt. Als Team haben wir genau das in dieser Saison geschafft. Denn aufgeben war keine Option. Für keine von uns. Wir sind nicht nur ein Team. Wir sind eine Familie, die füreinander kämpft. Bei uns der Sport wichtig ist. Bei uns Halle wichtig ist. Wir sind dankbar für die Unterstützung, die wir in dieser Saison von allen Seiten bekommen haben. Ihr habt zu uns gehalten, habt an uns geglaubt, habt uns mit aller Kraft in die Playoffs getragen. Ein unglaubliches Gefühl. Jeder noch so kleine Baustein, jede helfende Hand trägt einen Teil dazu bei, dass es in Halle diesen Sport gibt. Und wir sind uns bewusst, dass das in dieser schweren Zeit nicht selbstverständlich ist. Es war ohne euch sehr still in dieser Saison. Oft haben wir unsere sechste Frau neben dem Spielfeld vermisst. Und wenn ich daran denke, dass genau diese Stimmung, die Trommeln, der Jubel, die Rufe, mich und meiner Schwester dazu gebracht haben, Basketballerin Halle zu werden. Das ist das, was Halle und den Sport ausmacht. Und genau das wollen wir auch weiterhin erleben. Wir wollen auch in der nächsten Saison das Beste aus uns herausholen, starke Leistungen bringen. Wir wollen die Tradition dieses Sports in Halle noch lange fortführen. Für euch und mit euch. Als die Jesa Lions. Basketball in Halle. Frauenbasketball hat eine riesige Tradition in unserer Stadt. Und auch jetzt vertritt unser Team unsere Farben in der ersten Bundesliga. Und dazu braucht es natürlich einen großen Rahmen derer, die diese Mannschaft tragen. Das sind die Fans, aber das ist auch das Team am Team. Und zum Team am Team gehört auch die medizinische Abteilung, die neben der Physiotherapie von Ines Walter und der Hausärztin Frau Dörte Dorand auch durch mich als Vertreter für das Uniklinikum gebildet wird. Wir sind mit ganzem Herzen bei der Sache und wünschen uns, dass wir auch in Zukunft, auch in diesen schwierigen wirtschaftlichen und gesundheitlichen Zeiten durch Corona, unser Team auch in die nächste Saison tragen können. My name is Rachel Vanderl. I am the assistant coach here with Jesa Lions. You know, I came to Halle, didn't know anyone, didn't know anything about the club, but have had such a positive experience. The club itself is so friendly, so welcoming. It's really felt like family here. So, you know, we've had a great season. Maybe not as many wins as we've liked, but we're taking a lot of positives from the season. And I think we had a good finish to the season tonight and showed what we could really do and how much potential this team and this club will have in the future. Das war heute spitze, ein ganz wichtiger Sieg für die Stadt Halle, für die ganze Region. Wir danken den Sponsoren, die das möglich machen. Wir freuen uns auf die neue Saison, auf viel Arbeit mit den Einlaufkindern. Ein großes Dankeschön an alle, die hier beteiligt sind. Halle braucht den Sport und Halle braucht auch den Damenbasketballsport, weil der hat hier Tradition und gehört einfach zu Halle dazu. Und vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass wir in einer ganz kleinen alten Halle begonnen haben und heute hier in einer der modernsten Damenbasketball-Arenen Deutschlands spielen dürfen. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass wir in der ersten Liga bleiben hier am Standort, auch für den Standort. Nicht nur, um ein Ziel zu haben für unsere eigenen Jugendspieler, sondern auch, um es mal wieder zu schaffen, gute deutsche Jugendspieler an den Standort zu holen, damit wir attraktiv sind und darüber auch in der Lage, mit vielen deutschen Spielern auf dem Feld zu sein. Es gibt genug Vorbilder in Halle, die mir gezeigt haben, dass ich mal genauso werden will. Und jetzt bin ich hier und möchte das auch gerne für die nächsten Spielerinnen sein. Es ist einfach ganz wichtig, dass wir in dieser tollen Stadt den Damenbasketball in der ersten Liga erhalten. Das ist der einzige Erstligastandort in Mitteldeutschland. Und gemeinsam mit dem Basketballverband Sachsen-Anhalt und dem Syntenic MBC haben wir auch noch viel vor. Wir wollen eine Mitteldeutsche Basketballakademie gründen, die auch sich dem weiblichen Leistungssport im Bereich Basketball widmet. Und ich würde mich sehr freuen, wenn die vielen Sponsoren, die die letzten 20, 25 Jahre hier am Standort uns unterstützt haben, das auch weitermachen.
Und vielleicht finden wir ja auch noch andere Leute und mehr Leute, die wir für unseren Lieblingssport begeistern können. 1, 2, 3! Wir sind nächste Saison wieder hier und laden euch herzlich ein, dabei zu sein.